Hallo, wir grüßen euch aus dem Blumenstudio und es geht heute um das große Thema Nachhaltigkeit. Ja, ein komplexes Thema. Wir wissen, wir müssen auf unserem Planeten mehr Acht geben, wir müssen ressourcenschonender konsumieren und vor allen Dingen müssen wir auch überlegen, wie wir wirklich diese Welt so machen, dass unsere Kinder auch eine schöne Welt noch haben. Ja, ein langer Weg und auf diesem Weg haben wir uns ja alle schon ein Stück weit begeben, aber wir wissen, er ist erschwerlich, denn was ist der richtige Weg überhaupt? Aber wir lernen ja auch auf dem laufenden Prozess immer noch zu und pflegen diese neuen Erkenntnisse mit ein. Und es ist enorm viel, was man bedenken muss. Ja, aber es ist auch ganz wichtig, denn da drin liegt auch eine wunderbare Chance. Klar, es könnte auch Last sein, aber sowas wollen wir gar nicht. Wir wollen die Chancen, das Gute daran sehen. Und wir haben Blumen und Pflanzen und das Grüne und die Gestaltung. Also hervorragende Zutaten, die von vornherein schon eigentlich natürlich und auch irgendwie nachhaltig sind. Ja, und das ist es. Wir wollen euch zeigen, wie man am Point of Sale im Blumengeschäft und Gartencenter dieses Thema kreativ aufgreift und in Form von vielleicht sogar selbsterklärenden Präsentationen ja, inszeniert. Und das ist hier schon mal so angedeutet und das geht der Stefan und ich jetzt mal mit euch Schritt für Schritt durch. Ja, wir stehen hier mitten in den Blumenstudios und wir haben natürlich hier sehr viel Platz, um das Ganze zu präsentieren. Aber wir wollen euch noch erklären, wie das vielleicht auf kleinem Platz bei euch im Gartencenter oder im Floristenbetrieb funktionieren könnte. Wir haben ja einiges aufgebaut zum Thema Nachhaltigkeit, besonders in Form von Steckbasis. Ja, und unser Tisch hier, ihr seht schon, der ist eingedeckt. Das Ganze wirkt wie ein ja, festliches Menü. Und wir müssen natürlich für unsere Kunden das so einfach wie möglich erklären. Also selbsterklärend mit kleinen Hinweisen, dass wir gar nicht viel erklären müssen. Denn wir müssen Vorreiter werden in dem Ganzen, damit nicht andere Branchen oder Großkonzerne uns mit dem Thema überrennen. Ja, und wir haben hier super süße kleine Sachen vorbereitet. Zum Beispiel hier so kleine ja, Appetizer. Aber vielleicht erklärt uns Klaus mal ganz kurz was zu diesem tollen Terrabrick, weil er hat damit schon gearbeitet. Ja, das ist hier auch ganz luxuriös präsentiert. Terrabrick auf diesem Teller. Ja, so schaut es aus, wenn es nass ist, ganz braun, ganz natürlich. Ja, und es ist aus 100% nachwachsenden Rohstoffen erstellt. Das ist eine Kokosfaser, die als Basis dient und auch die Bindemittel sind voll ökologisch ja, gebaut und auch abbaubar. Die haben es auch bewusst so inszeniert, so mit dieser einzelnen Blume, weil da sieht es irgendwie ja richtig lecker aus, kann man mal sagen. Weil es ist ja das Thema, dass wir hier ein Menü gedeckt haben. Und ich sage euch noch ein bisschen mehr dazu, wie das genau ausschaut. So sieht es nämlich im trockenen Zustand aus. Es kommt hier in diese Verpackungen und dann weicht man es ein, ja, im Wasser. Mit ein bisschen Warmwasser geht es sogar noch besser, ist so meine Erfahrung, aber probiert es mal selber aus. Und man kann es sogar ein bisschen gummiartig, wenn es nass ist. Man kann es auch irgendwo gut reindrücken oder so hinlegen. Natürlich kann man das auch hier drin ausstecken. Aber wir haben es jetzt so verarbeitet. Und ich glaube, du erklärst mal, Stefan, wie es überhaupt so ankommt. Genau, also hier haben wir so einen tollen Karton. Schaut mal, hier steht auch groß die Firma nochmal drauf und das Produkt Terrabrick. Und hier ist ganz schön erklärt, wie man vorgeht beim Einweichen. Ja, und den Karton kann man dann einfach so öffnen. Und da sind dann 8 von diesen Ziegeln drin. Die liegen dann so aufeinander und dann sehen die genauso aus, wie Klaus uns das schon gezeigt hat. Er hat es so gleich mal erwähnt, es gibt auch eine ganz tolle Informationsbroschüre über Terrabrick mit vielen kreativen Ideen und auch natürlich, wie es gehandhabt wird. Ja, das ist hier unser erstes Setting und da steht auch schon was Nettes, wenn man es mal genau liest hier, leicht verdaulich für die Umwelt. Ja, eine nette kleine Botschaft und solche kleinen Botschaften kann man mit so einem Klebeband aufkleben. Es sieht irgendwie kreativ aus, auch ein bisschen lustig, wenn man das so liest und das ist das Selbsterklärende, was wir euch empfehlen wollen. Und mit diesem Streifen machen wir auch weiter. Zum Beispiel hier, ihr kennt hier alle die Blumenfrischmittelnahrung, schön verpackt in diesen ja, bräunlichen Tüten, auch das ist ja schon mal von der Optik schon mal sehr nachhaltig. Und hier steht schon mal lecker für Blumen. Also auch ein bisschen mit Wortwitz arbeiten. Also lecker ist ja immer was Fröhliches. Ich habe hier noch ein anderes Steckmedium und zwar den Kensan. Den kennen wahrscheinlich auch ganz viele, gerade aus der asiatischen Steckkunst, aus dem Ikebana. Und wir haben das auch mal hier gezeigt, ganz bewusst ein bisschen reduziert, dass man sieht,
wie das Ganze sozusagen funktioniert und wie man das stecken kann. Und das erklärt sich dann für den Kunden auch selbst. Der kann ja auch mal hier drauf fassen und sich das mal anschauen, wie das denn das Produkt am Ende so aussieht. Und für das Eindecken des Tisches haben wir mit Absicht hier auch tolle kleine Sachen vorbereitet, wie zum Beispiel hier so Kopievorlagen. Dort haben wir einfach ja, Besteck abgemalt und haben es kopiert und dann ausgeschnitten, weil man hat immer manchmal das Problem, dass solche Sachen vielleicht im Gartencenter auch wegkommen. Und hier hat man natürlich dann nochmal den Eindruck, Papier, ja, Nachhaltigkeit, Pappe, das ist ja alles auch ein Produkt, was recycelt ist. Ja, ich habe hier nochmal ein Gesteck, was jetzt natürlich voll ausgesteckt ist im Vergleich zum Kleinen, also auch mit dem Terrabrik. Auch ein wenig so, ich sag mal so im landschaftlichen, vegetativen Stil aufgesteckt. Auch das ist ja vielleicht ganz gut, dass man es jetzt nicht so üppig dekorativ macht. Und das muss man auch sagen, dafür ist dieses Steckmedium auch nicht ausgelegt. Es ist eher so dafür geeignet, dass man so etwas, ich sag mal, reduzierter arbeitet. Und auch vor allen Dingen so dieses Braune passt auch einfach auch zur landschaftlichen Gestaltung mit Moos und Steinen. Und auch da wieder so diese Informationen, die man so mal am Rande gibt, für die Umwelt gut, heute schon an morgen denken, organic, also auch mit diesen Worten arbeiten, die wir alle kennen, die wir überall schon mal gelesen haben, aber nutzt es für euch, für eure Ideen, für eure Kreation und das ist natürlich eine Sache, die gut ankommt. Ja, jetzt mache ich mal gerade weiter. Hier habe ich noch ein Gesteck. Das ist jetzt aber ein ganz anderes Steckmedium. Ich habe hier auch mal so eine Ecke freigelassen. Es ist auch so bräunlich-gräulich und heißt Nature Source. Es ist etwas anders gemacht als Terrabrik. Und zwar ist es dem klassischen Steckschaum sehr ähnlich, also dem grünen, den man kennt. Und das Besondere ist bei Nature Source, es ist schon aus 20% nachwachsenden Rohstoffen gemacht worden. Und das ist schon mal, wo das wieder greift, was ich eben gesagt habe, man macht sich auf dem Weg. Klar, steht da vielleicht irgendwann mal 40%, 50%, 60%. Aber sowas ist ja in einem industriellen Prozess nicht gerade mal sofort alles leistbar. Ich weiß, dass man daran arbeitet, aber es ist schon mal ein Produkt, was schon mal auf dem richtigen Weg auf jeden Fall ist. Und ich höre auch, dass es sehr gut ankommt, weil es schon mal diese Dinge mit sich trägt. Und das ist doch toll inszeniert, wie du es gemacht hast. Ja, hier haben wir extra die Sachen ein bisschen reduziert ausgesteckt, damit man das Produkt sozusagen noch sieht und das Ganze sozusagen selbsterklärend ist. Das ist immer wichtig auch für unsere Kunden, dass wir hier nicht noch viel erzählen müssen, sondern dass unser Menü, unser gedeckter Tisch so eine einzelne Story schon erzählt und der Kunde sich hier selbst seine Informationen nehmen kann durch unsere tollen ja, Sprüche und Anregungen. Ja, und ihr seht auch hier zum Beispiel, haben wir etwas Größeres in diesen Flaschen gemacht. Auch hier haben wir jetzt dieses Klebeband nochmal genommen. Es hält quasi Blume an dem Salixzweig. Da kann man auch nochmal was draufschreiben. Nature Line. Ihr habt bestimmt ganz viele Begriffe, die euch auch gefallen, weil das trifft ja auf jeden Fall auch auf sowas zu. Und es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, was man hier noch so einbringen kann. Ja, das ist eigentlich hier unser Tisch. Ich glaube, damit haben wir den schon so ein bisschen abgearbeitet. Und hier auch das Packpapier nochmal so dazu. Das steht ja auch im Grunde genommen für ja, Natur. Ökologie verbindet man sofort mit dieser braunen Farbigkeit und es ist im Grunde genommen auch gar nicht teuer. Klar gehen auch die Papierpreise momentan ein bisschen hoch durch diese gesamte Rohstoffknappheit, aber es hält sich noch wirklich in Grenzen. Ja, Stefan, jetzt marschieren wir nach hinten weiter. Ja, genau, weil wir haben ja hier im Blumenstudio natürlich, wie ich vorhin schon sagte, relativ viel Platz. Dadurch können wir noch mehr Nischen dekorieren und ja noch mehr auf die Nachhaltigkeit eingehen. Und das haben wir ja ganz, ganz bewusst gemacht mit so richtig schönen dicken Papprollen. Ja, damit sind wir also nochmal bei diesem Thema Papier und wie inszeniert man was? Also vielleicht erstmal gerade so die Wände, die wir hier so haben. Also das sind Papierbahnen, die wir ja abgehängt haben, auch wieder festgeklebt mit diesem Klebeband, das geht übrigens ganz gut. Und wir haben es teilweise gerissen oder gegittert. Und dann auch so ein bisschen Lagenlook, kreativ. Und damit hat man so einen Gesamtraum schon mal geschaffen. Und hier diese großen Packrollen als Säulen aufgebaut, in verschiedenen Höhen. Und da oben ist die Baumscheibe drauf, so als natürliche Abdeckung. Da steht auch eine schwere Vase gut drauf. Und es gibt einmal diese Wellpappenkartonagen als Rolle in verschiedenen Stärken und Größen. Oder eben auch diese Packpapierrollen. Also die Wellpappe ist einfach größer. Ja, und hier haben wir auch so tolle Schilder gebastelt. Ja, die sind ganz
informativ. Da kann man natürlich ganz viele Sachen draufschreiben, alles, was für einen wichtig ist, alles, was zur Nachhaltigkeit ist. Hier ist es jetzt zur Pappe, weil sie aus recyceltem Papier ist. Und das kann man natürlich überall anbringen. Man kann auch hier schöne kleine Zettelchen machen, wo man dann die Namen der Pflanzen draufschreibt, deutsch oder botanisch. Das weist natürlich auch immer auf Fachgeschäft hin, dass man weiß, was man dort verkauft. Und das kann man ganz schön hier dekorieren und zwischen seine Blumen stellen. Ja, ihr seht auch, wir arbeiten hier auch so mit einigen Botschaften, natürlich Blumen, dann so einen kreativen Pfeil, der nach unten zeigt, also in dem Fall auf die Blumen. Es gibt so viele Begriffe, das kann auch sein, aus natürlichen Werkstoffen gesteckt, also zum Beispiel bei den Gestecken, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und hier, so könnte jetzt die Blumen in dem Geschäft präsentiert werden und ihr transportiert automatisch damit schon dieses Thema Natur und Nachhaltigkeit. Und jetzt nochmal zu den Labels, die es gibt, zum Beispiel Planet Proof ist eine Sache oder Fair Trade. Es gibt ganz viele sehr bekannte Label, die auch der Verbraucher sofort mit diesem Thema verbindet. Klar, wenn die Produkte dieses Zertifikat haben, solltet ihr es auch nennen und auch einsetzen. Das ist jetzt hier nur mal ein Beispiel dafür, wie man es direkt machen kann, weil es einfach hilft, dieses Thema auch kompetent rüberzubekommen. Und da haben wir noch so eine nette kleine Schatzkiste mit vielen Kleinigkeiten. Genau, wir haben hier das Blattglanz, das ist hier, das ist silikonfrei, das ist natürlich toll für unsere gestalteten floristischen Arbeiten und da können wir natürlich nochmal so einen kleinen Glanz drauf geben und wir können es natürlich auch für unsere Zimmerpflanzen benutzen, weil es ist wirklich silikonfrei und damit auch schonend für die Pflanzen. Und hier auch in unserem kleinen Päckchen gibt es das Blumenfrisch, das hatten wir ja hier auf unserem Tisch schon liegen und es ist auch wieder in so einem recycelten Papier und ja, kann man unserem Kunden mitgeben und gibt ihnen natürlich damit gleich noch ein gutes Gefühl mit, weil wir hier eine nachhaltige Verpackung haben. Ja, worauf ich doch hinweisen möchte, wenn ihr so eine Präsentation baut, nehmt jetzt wirklich bitte keine Plastikvasen oder sowas, die man vielleicht irgendwo sonst schon mal genommen hat. Nein, hier gehören Körbe, Naturgefäße zu, schöne Keramiken. Da gibt es sogar Papiergefäße, die wir jetzt hier haben. Also es muss schon wirklich dann so sein. Und bei sowas sollte man sowieso mal kritisch durch seinen eigenen Laden gehen. Was hat man da manchmal so stehen? Es sind manchmal so Gewohnheiten, die so einfach ja, immer noch da sind, aber eigentlich nicht gut sind, weil es so einen Plastiklook hat. Also bitte mal kritisch durch das eigene Unternehmen gehen und schauen, was kann man da ändern in diesem Sinne. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen überlegt, wie man die Mitarbeiter mitnimmt. Genau, also man kann zum Beispiel, ja, denkt mal an Mülltrennung zum Beispiel. Das machen auch natürlich schon ganz viele Unternehmen, weil es geht ja ganz viel auch in den Biomüll oder es wird recycelt oder es wird kompostiert. Ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ja, und bei den Mitarbeitern ist es eben auch wichtig, dass man sie darüber informiert und auch begeistert. Und ich denke mal, das, was wir jetzt hier so stehen haben, Schnittblumenpräsentation, hier vorne diese Kreation mit der Tischdekorationsinszenierung, ist doch etwas, was man mal dem Auszubildenden so als kleinen Arbeitsauftrag übertragen kann. Zu sagen, guck mal, wir sind ja hier auch mit dem Thema unterwegs, denk mal darüber nach, wie würdest du es inszenieren? Ich glaube, die Auszubildenden sind begeistert, weil sie jetzt sowas mit umsetzen dürfen. Ihr könnt ja so ein paar Tipps geben, dafür ist ja auch unser kleiner Film, unsere Fotosession hier da. Aber setzt es aktiv mit ein bei den Mitarbeitern, denn ich bin mir sicher, die Begeisterung ist von vornherein schon da. Und gerade bei Azubis, das sind ganz junge Menschen, das ist ja gerade ein sehr starkes Thema, gerade auch bei jungen Leuten. Und die freuen sich natürlich auch, wenn sie so ein Thema übernehmen können, auch fürs Berichtsheft oder das meistens auch in der Schule wird das natürlich, in der Berufsschule wird das natürlich sehr oft dann auch angesprochen. Und dort kann man das aktiv mit in den Betrieb einbringen. Was auch noch wichtig ist, überlegt mal, wo ihr euch schon im Geschäft auch auf den Weg gemacht habt. Vielleicht liefert ihr eure Blumen schon mit einem E-Auto aus. Oder solltet es bald tun. Oder ihr habt ein Lastenfahrrad, auch schön. Oder ihr habt eine Photovoltaik auf dem Dach. Bestimmt trennt ihr den Müll auch sehr gut. Oder habt eine Wasserrückgewinnungsanlage. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man schon aufgreifen kann, weil es gut ist für die Natur. Aber vor allen Dingen ist es etwas, worüber man auch berichten kann. Nach dem Prinzip, tu Gutes und erzähl davon. Also es muss natürlich kein Greenwashing sein, das muss stimmen, das muss ehrlich sein, sonst ist es fatal und vernichtend. Also überlegt mal, wie packt ihr eure Blumen ein, wie transportiert ihr und versucht diese Schritte auch immer mehr mit einzubauen in euer Unternehmen, damit ihr genau das so machen könnt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich unterwegs auf den richtigen Weg machen möchte.
Ja, und auf den Weg machen, da fällt mir gerade noch ein, ja, wo kommen denn die Blumen her? Haben wir vielleicht im Sommer auch regionale Anbieter, vielleicht auch Gärtner? Vielleicht können wir auch selber was anbauen. Und damit haben wir natürlich eine tolle Bezugsquelle für Schnittblumen, die lokal, regional oder halt auch wirklich saisonal sind. Das, was ja immer wichtiger wird. Ja, das finde ich genau wichtig. Also, was Stefan gerade noch sagt, diese Regionalität und die Saisonalität ist ein wichtiger Aspekt. Darauf sollen wir mal achten. Aber jetzt machen wir uns auch mal wieder ehrlich. Wir brauchen das ganze Jahr in unserer Branche Blumen und da kommt vielleicht auch eine Hochzeit, wo mal jemand sagt, ich möchte gern das und das haben, so habe ich es mir vorgestellt. Also wir brauchen auch die klassischen Importwege natürlich. Und da kann man auch vortrefflich drüber streiten, ist zum Beispiel ein Blumenanbau in Afrika jetzt gut oder nicht gut? Wie ist das mit der Energiebilanz, Transportwege lang und so weiter? Und das ist etwas, wo man wirklich genau hinschauen muss und wo es auch mittlerweile gute Lösungen gibt. Es ist mir wirklich so, wenn hier in Europa mit viel Energieaufwand Gewächshäuser beheizt werden müssen, sogar noch belüftet später wieder und dann neu beheizt, weil es ja vielleicht den Kältereiz am Abend braucht, ist das eine hohe Energieverschwendung manchmal auch. Deswegen kann es durchaus sein, dass aus Afrika hereingeflogene Blumen sogar unter der Bilanz unten sogar besser sind. Aber das Ganze ist ein so weites Feld, das können wir hier gar nicht anreißen. Aber ich möchte es einfach nur nennen, damit ihr wisst, es muss genau betrachtet werden und auch abgewogen sein. Und das meine ich mit ehrlich machen. Man darf auf keinen Fall Greenwashing auf der einen Seite machen, aber noch schlimmer wäre es, wenn man jetzt alles ja, weghaut und sagt, ja, das stimmt ja alles gar nicht. Das ist genauso wenig. Also fair miteinander umgehen und dann richtige Lösungen finden und davon auch lernen. Ja, und was wir auch noch möchten, ist eigentlich unseren Partnern danken. Genau, das ist ja auch ganz wichtig. Und das macht Klaus am besten mal. Ja, also ihr seht hier, wir haben mit Steckmedien gerade gearbeitet. Das ist die Firma Oasis, der kennt sie alle. Und das Tolle ist, dass sie sich auch schon auf den Weg gemacht haben. Wir haben Terrabrick gerade gesehen, Nature Source. Und da kommt bestimmt noch das eine oder andere. Und wir sind froh, dass wir solche Partner mit dabei haben, um euch darüber auch zu berichten. Und dann möchten wir auch noch hier Flora Metz danken für die Schnittblumen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, dieses ganze Projekt. Auch das ist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht über Nachhaltigkeit. Also nochmal vielen Dank an Flora Metz und Smithers Oasis. Ja, damit sind wir im Grunde genommen schon mit unserer kleinen Show und unserem leckeren Tisch hier durch. Wir hoffen, wir haben euch wieder ja, informiert, aber auch inspiriert. Und ja, damit sagen wir mal, macht euch auch auf diesen Weg. Und da auf diesem Weg werden wir uns bestimmt noch ein paar Mal begegnen. Ja, bye bye, macht's gut. Vielen Dank.